Moinsen und willkommen zurück im Fuchsbau. Wir spielen immer noch The Witcher Enhanced Super Duper Mega Edition und sind inzwischen bei Part 9 angelangt. Im letzten Part hat uns der Geistliche ein paar Teelichter des Heiligen Feuers gegeben, die wir jetzt bei Nacht und Nebel irgendwie draußen aufstellen sollen. Problem, das wir gerade haben, ist, dass das verdammt scheiße hell draußen ist und wir deswegen wieder zurück ins Gasthaus müssen, um zu schlafen. Lasst euch nicht töten! Jaja, damit es wieder dunkel wird. Also machen wir uns gerade mal fix auf den Weg zurück in Richtung Gasthaus, um dann ein paar wunderbare Teelichter des ewigen Feuers aufzustellen. Bin ich jetzt auf dem Weg, auf dem richtigen Weg? Ja, einfach dem Weg folgen. Folgen Sie einfach dem Weg. Wahrscheinlich gab es da hinten doch irgendwo eine Möglichkeit zu pennen, aber ich habe sie nicht gefunden. Also müssen wir leider laufen. Also nochmal zurückspazieren. Diesmal halte ich auch nirgendwo an. Versprochen. Bald, bald. Ich kann Regen nicht ausstehen. Ach komm, du bist doch nicht aus Zucker. Tauben. Die Ratten der Lüfte. Dieses Spiel ist sowieso insgesamt ziemlich dreckig. Hallo, 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 hallo. Die hat Haare auf den Zähnen. Okay. Da sind wir doch auch schon gleich. Ich kann das Gasthaus schon spüren. Glaube ich zumindest. La. Wenn ich überlege, dass dieses Spiel damals auf meinem Rechner nicht lief und ich so lange warten musste, bis ich das spielen kann. Und heute. Heute denkt man sich so, ja, ist noch ansehnlich, aber richtig geil sieht es auch nicht mehr aus. Und früher war das der Hammer. War echt wunderschön, das Game. Schon irgendwas über Blumen gelernt? Nein, habe ich noch nicht. Da rennt er alle. Oh, ich bin nass, ich bin nass, ich bin dick und bin nass. Lauf, lauf! Es wird durchregnen bis morgen früh. Deswegen gehe ich jetzt auch schlafen. Tschüss. Gehen wir mal ein Ründchen pennen. Ich frage mich, wo ich eigentlich Bücher herkriege. Irgendwo? Ich muss Bücher herkriegen. Ich muss noch was über Ghule lernen. Wirt, zeig mir deine Ware. Du hast doch bestimmt ein Buch über Ghule. Ja? Was kann ich für euch tun? Ich will deine Ware sehen. Oh, ich kann Sachen deponieren. Ja, ich deponiere mal so ein paar Bücher, die ich nicht mehr brauche. Ist auch nicht schlecht. Und diese Verträge, ich glaube, die braucht man nicht mehr. Aber ich heb sie mal lieber auf. Man weiß ja nie. Das haben wir gelesen. Das ist ein Mahnstein. Siegelring des ewigen Feuer. Und weil wir noch einen haben, nehmen wir doch beide. Komm, wir haben es drauf. Ein roter Metroid. Dann kann ich Einsatz von mehr als einem Teil der Farbe kann besondere Boni bewirken. Kann ich das einfach irgendwie auf mein Schwert ziehen? Nö. Okay, dann haben wir noch einen Schal, den. Ah, ich habe das Gefühl, den brauchen wir schon bald. Lassen wir den erstmal noch hier. Ich glaube, das Game hat inzwischen sogar so eine Sortierfunktion irgendwie. Egal, reicht erstmal. Jetzt will ich noch schlafen. Was kann ich für euch tun? Ich brauche ein Zimmer. Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte, tatsächlich. Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Ich sehe mich um. Was kann ich für euch tun? Ich möchte schlafen. Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch 5 Orens. Für uns auch noch, ey. Komm, gib her. Ich will nicht draußen im Regen schlafen. Ich will am Kamin schlafen. Das ist mir 5 Orens wert. Jetzt schlafen wir, bis es dunkel ist. Und dann legen wir doch mal los. Verteilen mal ein paar Teelichter des ewigen Feuers. Wenn er das jetzt hören würde, der Geistliche. Will ich aber Ärger kriegen. Keine Zeit. Oh, wie süß. Die Türchen haben so Herzchen, die Fenster. Oh. Hier geht's nicht raus. Fake-Tür ist fake. Da geht's raus. Endlich kommen mal wieder Kämpfe. Ich glaube, wir haben seit 40 Minuten niemand mehr richtig mit einem Schwert verprügelt. Aber jetzt, wo es dunkel ist und wir rausgehen, da erwarten uns auch fiese, finstere, böse, miese Monster. Reisender. Okay, nichts wie raus hier.
Duppiduppiduppidu. Verfluchter Durst. Dann trink doch was. Irgendwas geht da hinten los. Was ist da los? Fräulein Jasna hat wohl ungewöhnliche Gäste. Ich hab das Gefühl, meine Kamerafahrten sind nicht so ganz richtig irgendwie. Was ist hier los? What the fuck ist das denn? Seid ihr's? Hexer, Hilfe! Schwund ab, Mehlhaut! Hier sind keine Unleute. Mehlhaut? Schrumpfen euch die Eier, Busch? Schnauzeweib, ich zeig euch ein paar Eier. Die werdet ihr in Bälde verlieren, ja. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Das findet ihr bereuen. What the fuck, da ist ein Ghoul. Ich glaube, das soll so eigentlich, glaube ich, gar nicht sein, dass dieser Ghoul hier die Leute umbringt. Wo ist der Typ jetzt hin? Hat sie umgebracht? Na geil. Ich glaube, das war so nicht vorgesehen. Also normalerweise muss man die nämlich dann nach Hause geleiten, aber dieser Ghoul hier hat alles durcheinander gebracht. Na geil. Leichte Keule. Was werde ich tun? Ja, das ist immer scheiße gelaufen, echt gut. Kann man jetzt auch nichts mehr machen. Das ist ja wohl ätzend. Lass mich mal gerade ins Questbuch gehen. Da können wir schon mal einen Nebenquest abhaken. Die Spur der Salamandra. Ich habe. Was? Ich habe versagt. Wo habe ich versagt? Wo habe ich versagt? Nachtigall verspätet sich, ja, ich habe versagt. Das hat sich erledigt. Ich muss 5 Kapellendinger anzünden, ja. Das wollen wir verfolgen. Schrein. Machen wir erstmal den da oben. Der ist nämlich weiter weg. Götter segnet mich mit Geduld. Mit Geduld, jawohl, jawohl. Neue Region wird betreten. Hexenhütte. Hexenhütte? What the fuck? Nimm mal den schnellen Kampfstil. Noch was oder war es das schon? Scheint es schon gewesen zu sein. Und ein Kopf. Okay, okay, okay. Kranke Person. Was ist mit dir denn los? Du siehst ungut aus. Mein Bauch tut weh. Mein Bauch tut weh. Verfluchte Hexe. Da wohnt sie auch, die Hexe. Ich gehe trotzdem erstmal weiter. Was ist da los? Ah, los, hau. Also das ärgert mich ja schon jetzt ein bisschen mit dem Quest dahin, ne? Ich muss ich ja mal zugeben. Das ist echt beschissen gelaufen. Ach, egal. Denken wir nicht drüber nach. Das macht nur unglücklich. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? What the fuck? Sag mal, wie viel kommen denn von euch noch? Renn nicht weg! Will dich umbringen. Hör auf, hier arme Menschen und Dorfbewohner anzugreifen. Kommst du? Ah, oh, lass dich doch nicht hier. Ich bin doch schon da. Noch einer. Ist ja auch schon wieder tot. Ich hab irgendwie das Gefühl, hier läuft irgendwas falsch. Gut, bei ihm war es jetzt nicht so tragisch, weil er kein wichtiger Charakter war, aber das mit der Frau hinten war ein bisschen, ja, unschön. Gut, ist ja echt der Mega-Hexer hier. Mega ausgerüstet, präzise und schnell agierend. Töten wir alles, bevor arme Dorfbewohner angegriffen. Das lohnt sich ja gar nicht, mein Schwert wegzustecken hier. Zack, zack. Noch wer? Ich sammle gleich auf dem Rückweg die Überreste ein. Da hinten ist der Schrein, es ist nicht mehr weit. Was ist das? Ektoplasma. Nehme ich. Klingt cool. Klingt nerdig vor allen Dingen. Das klang gerade ein bisschen wie ein Affe. Da ist die Kapelle des ewigen Feuers. Wir können unser erstes Teelicht. Oh.
Gefühl, wir sind irgendwie übel. Warum verrecken die so schnell? So, unser erstes Teelicht wird hingest... Oh, ho, 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 ho. So, jetzt müssen wir wieder den ganzen schönen Weg zurück. Und dann da 1, 2, 3, 4, dann sind das 5. Alles klar. Überreste? Überreste. Der Bargastvertrag. Ich muss Abigail aufsuchen, um meine Belohnung zu erhalten. Okay, dann gehen wir wohl doch noch gerade fix zu Abigail, denn die wohnt gleich da vorne. Das wäre dumm, da jetzt dran vorbeizulaufen. Oh, 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 oh. Komm her, du. Komm ran. Halten echt nichts aus. Halten echt nichts aus. Na komm. Steck weg das Schwert. So, auf zu Abigail. Mein Bauch tut weh. Tja, das hast du davon, wenn du dich mit einer Hexe anlegst. Da ist Alvin. Ey, Alvin. Ihr seid wirklich tapfer. Ey, Abigail. Na sowas. Ein Hexer. Ja. Willkommen. Moin. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. War das alles? Ich wollte noch mehr mit dir reden. Ey, ey, nicht wieder... Ey! Ja, ja. Was wollt ihr? Ich fand eure Nachricht. Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bargästenschädel? Ja. Habe ich. Sie gehören euch. Wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen sein. Mhm. Alraunenwurzel. Zeig mir mal deine Ware. Du hast doch bestimmt Zeug, das... Ja, das Buch der Tiere. Hunde und Wölfe... Ertrunkene Tote, das haben wir schon. Feldpflanzen ist interessant. Das brauchen wir auf jeden Fall. Was kostet es? 200? Oh je, ist das teuer. Oh, das überlege ich mir aber nochmal. Was ist das? Über Bargästen. Das haben wir auch schon. Also das mit den Feldpflanzen, das ist krass. Das ist mir ein bisschen arg teuer. Bisschen arg teuer. Da warten wir mal noch bis später. So eilig habe ich es nicht. Sonst noch was bei dir? Was wollt ihr? Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss? Ja. Phantomhunde. Habt ihr einen Zauber gegen Phantomhunde? Was ist mit eurem Schwert? Ich hörte, Hexer hätten zwei. Eine Klinge aus Silber für Ungeheuer und eine aus Stahl für Menschen. Beide sind für Ungeheuer. Ja. Leider habe ich keines aus Silber. Ich kenne da eine Salbe. Wenn ihr eure Klinge damit überzieht, fügt ihr selbst Geistern schwere Wunden zu. Die Formel kostet euch 30 Orens. Jo, gib her das Ding. Ihr benötigt Nezener Salz, Ginatsäure, Weinstein und Schweinefett. Ich kann euch die Zutaten verkaufen. Das dachte ich mir. Statt Nezener Salz könnt ihr auch Nieswurzblüten nehmen. Darf ich dich noch mehr fragen? Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Mhm. Wie ich sehe, habt ihr Alvin aufgenommen. Denkt ihr, ich würde eine Waise im Stich lassen? Davon abgesehen hat er Potenzial. Was meint ihr damit? Er besitzt Macht, die er wohl nicht kontrollieren kann. Jetzt schläft er erstmal mit Hilfe der Kräuter, die ich ihm zusammengemischt habe. Wie edel von euch. Nur wenige würden in diesen Zeiten ein zusätzliches hungriges Maul bei sich aufnehmen. Der Winter rückt näher. Wenn ich hungrig bin, esse ich ihn auf. Die Dörfler glauben das zweifellos. Die halten mich für ein Ungeheuer. Seid ihr eines, Abigail? Wir haben alle ein Ungeheuer in uns. Wir sehen uns. Ich muss jetzt erstmal weiter... Wunderbare Teelichter verteilen. Was haben wir denn hier? Ein Buch, junge Adapter Kunst der Magie. Mhm. Hier haben wir noch ein Fass mit Zeug.
wozu diese Puppe in Menschengestalt wohl dient. Was scheint eine was? Scheint eine menschliche Gestalt zu sein, aus Hanf und Wachs gemacht. Ich frag mich, wofür die Hexe das braucht. So eine Voodoo-Puppe hier, Kiste. Oh, ein bisschen was zu essen. Hier ist noch ein Waschkorb. Ich glaube jetzt noch die Unterwäsche oder so. Okay, weiter Teelichter verteilen. Wir sind noch nicht fertig, da sind noch ein paar über. Zack. Oh, lass mich doch mal in Ruhe hier. Ich kann nicht mal meine kleinen Kerzen verteilen. Zack. Oh, noch mehr. Hui. Hier geht einem ja auf den Sack. Aber es gibt alles Erfahrungspunkte. Glaube ich zumindest. Lohnt sich somit. Und die Schädel kann man wieder zu Geld machen. Gut. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück zum Gasthaus und von da ab dann, ich glaube, links hoch. Rechts hoch natürlich. Tja. Hier lang. Nein, hier noch nicht lang. Noch eine Straße weiter. Oh, du. Komm ruhig ran. Haltet den Mörder. Bin ich der Mörder? Oh, lass dich doch nicht fressen. Ja, der Typ mit den Weichteilen. Ob ich den wohl noch kriege? Der ist ja weggerannt. Ich müsste ihn ja eigentlich noch zur Strecke bringen, wenigstens. Frage ist, wo ist er hingerannt? Ich hätte ihn ja wirklich gern seine Weichteile abgeschnitten. Einfach nur, weil er ein Arsch ist. Aber das ist ja vorgezogen, davon zu laufen. Guten Tag! Du bist ja tollwütig. Oh nein! Es ist transformiert! Na. Ich glaube, da wo es steht, kann ich es nicht angreifen. Komm mal raus da! Na los! Ist alles nicht so schwer. Okay, gib mir deine Innereien. Nehme ich alles. Sind auch noch ein paar Überreste. Geschlossene Tür. Da ist der nächste Schrein. Noch gleich mal wieder ein Teelicht hinstellen. Oh. Weiter geradeaus. Kann hier auch, Junge. Ich habe keine Angst vor euch. Ich bin immerhin der weiße Wolf. Warum kann ich nicht der weiße Fuchs sein? Was bist du denn? Das ist echt ein Affe oder sowas. Was bist du denn für ein... Was ist das denn für ein... Das macht mir Angst. Ich muss da weg. Ah. Hey, erst das Teelicht. Ich will euch in angenehmer Atmosphäre fertig machen. Go! Nächster. Bats! Oh, und du auch noch. Komm her, du. Und du tanzt hier mit rum. Das gefällt dir, ne? Oh, du hast hier alle niedergeschlachtet. Das... Oh, da ist doch noch mehr. Ja, komm ruhig ran. Jetzt hau die nochmal. Ich glaube immer noch, ich habe den falschen Modus an. Aber wenn er dann trifft, ist er recht effektiv. Also behalten wir ihn mal bei. Ein paar Überreste, noch mehr Überreste und noch mehr Überreste. Und da hinten nochmal Überreste. Ja, das freut dich. Du bist schon ein ganz schön kleiner Freak. Ich mag dich. Ich werde dich Bilbo nennen. So. Bilbo, kommst du mit? Nee, Bilbo bleibt beim heiligen Feuer. Ist in Ordnung. Wir folgen weiter dem roten Pfeil, der uns zum... Noch ein toller Videohund, da weiß ich doch schon, was passiert, wenn ich mich ihm näher... Oh, er ist... Und... Zack. Hör auf zu vibrieren, Telefon. Ich habe noch nicht alle Lichterchens angezündet. Ich erlaube dir das nicht. Wie viel sind's denn noch? Ich gehe mal gerade gucken. Map... Noch zwei Stück. Na gut, dann, wir machen noch eins. Komm, eins machen wir noch und dann das letzte machen wir erst im nächsten Part. Mies. Man muss ja so einen Cliffhanger haben. Was wird passieren? Oh je. Wird da gleich was... Kommt gleich ein Endboss. Kommt gleich die große Bestie. Werden wir uns ihr gegenüberstellen stehen müssen. Und viele andere Fragen. Ach, die uns beschäftigen, sobald ich... Oh, ich muss den Modus wechseln. Das geht mir ja auf den Sack.
Oh, jetzt auf einmal fertig. Ist nicht so effektiv wie der andere. Bleiben wir doch dabei. Boah! So. Ich loote noch und dann ist gut. Gib mir all deine Innereien. Du auch noch. So, Teelichtchen platzieren. Okay, mit diesem wunderbaren, hübschen Abschlussbild bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und hoffe, ihr hattet Spaß. Und im nächsten Part werden wir dann das letzte Teelicht auf seinen Teelichtständer stellen und mal schauen, was passiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal, euer Blaufuchs.